geschafft, entdeckt zu werden. Wie hast du es gefunden? Ich habe eine Tenakt-Patrouille aus einem Nachbardorf belauscht. Danach war es ganz einfach. Was hättest du getan, wenn wir nicht gekommen wären? Es alleine gestürmt? Ich muss nur eine Wache befragen. Ich wollte mir einen schnappen, wenn er alleine ist. Tja, jetzt hast du uns. Wir kommen näher. Nur noch ein Stück. Da ist es. Die Fäulnis. Das sind Regalas Rebellen. Sie führen einen Bürgerkrieg gegen den Rest der Tenakt. Sie haben das Gefängnis übernommen. Dann haben sie bestimmt alle Wachen getötet. Sie waren meine letzte Hoffnung, Nessa dort zu finden. Nicht unbedingt. Vielleicht gibt es drinnen noch Hinweise. Selbst nach all der Zeit? Aloy kann viel mehr sehen als du oder ich. Na dann los. Ein Funke Hoffnung ist besser als nichts. Suchen wir einen anderen Weg hinein. Das Fronttor sieht uneinnehmbar aus. Und die Wände kann man nicht hochklettern. Ihr zwei bleibt hier. Ich versuche, anders reinzukommen und das Tor zu öffnen. Ich schau mal an den Seiten nach. Vielleicht komme ich vom Wasser hinein. Okay. Vom Wasser aus. Bleibe ich am besten mal so gut es geht hier so ein bisschen in Deckung. Ach komm, jetzt könnte man da nicht hochklettern. Aber hier kann ich schon mal ein bisschen was sehen durch meinen Fokus. Ist schon mal gut. Ja klar, also reinkommen sowieso. Hallo Krabbe. Ja, komme ich da auch unentdeckt rein? Ich muss zum Haupttor und Alana und Amadis reinlassen. Na, das hält mich wach. Moment, um Talana und Amadis reinzulassen. Ich weiß jetzt, meine Güte. Spann dich doch mal, Mädchen. Gar nicht so viele. Fühlt. So. Ich hab keine Lust mehr auf das Feuer.
Natürlich blöd, dass genau der jetzt herkommt, aber vielleicht ist es gar nicht so schlecht. Dann kann ich den nämlich zuerst klatschen, ohne dass mich jemand bemerkt. Was im Hain passiert ist, war ein kleiner Rückschlag. Mehr nicht. Du, hier ist die Bedrohung. Wenn ich das Haupttor öffnen kann, können Talana und Amadis mir helfen, den Rest zu beseitigen. Finden wir sie! Okay, ich fange hier an. Du bist darum. Gib mir Rückendeckung. Na dann. So, die Frage ist nur, wie kann ich das Tor öffnen? Sind da noch mehr als gedacht. Weiß man nicht, wie er es geschafft hat, aber... Ich finde diesen Skill, den die halt haben, total unnötig. Generell.
Natürlich. So, wo ist denn der Rest? So zum Thema, wir sind mal ganz schnell hier drin. Das kriegen wir schon hin. Dann mache ich mir mal null Gedanken. Munition, Munition, ist okay, ich nehme. Wo? Das waren alle. Geschafft. So, wollen wir den Rest. Okay, hat geklappt. Hier ist Schluss für euch, Fremde. Das Ding wird eine Maschine rufen. Na, die beiden kann man gebrauchen. Hat aber trotzdem geklappt. Scheiße. Das ist ein Land nicht ganz so stark. Ah, Löschwasser. Kann man mal machen. Sound ausschalten, aber Feuer frei. Fahr mal wieder mehr Feind als Freund.
Ich weiß, dass du Hilfe brauchst. Ich brauch die beide. Okay, ich glaube, es ist geschafft. Hast du? Dinge auch immer so lang sein müssen. So, machen wir den Shit mal auf. Die Tür ist zu, aber der letzte Rebell hatte einen Schlüssel. Der letzte Rebell hat einen Schlüssel. Schön. Befreit durch Carja, wurden wir nicht schon genug gedemütigt? Sie sind nicht schuld, dass ihr in eurem eigenen Kerker gesessen habt. Ich suche Informationen zu einer Kaja-Soldatin. Sie könnte vor 5 Jahren hier eingesperrt gewesen sein. Sie hieß Nessa. Die Kaja Nessa ist hier gewesen. Ich habe sie getötet. Nessa? Ich komme schon klar. Sichert das Gelände. Du bist es, oder? Nessa, wie... Ich wieso? Bin Ritaka. Um das klarzustellen, du warst Nessa. Du wurdest während der roten Raubzüge hierher gebracht und wurdest eine Tenakt? Die Kaja verbieten Frauen, zur Armee zu gehen. Ich habe mich immer verstellt, mich dafür geschämt, wer ich bin. Doch die Tenakt messen einen Soldaten nur an seiner Entschlossenheit. So nahm ich meinen Platz unter ihnen ein. Ness... Ritaka, ich habe 5 Jahre um dich getrauert. Wieso hast du mir nicht gesagt, dass du lebst? Ich hatte ein neues Leben. Ich wollte nicht zurück. Nicht einmal zu dir, Amadis. So wie Amadis über euch gesprochen hat, dachte ich, er bedeutet dir noch was. Das war vor 5 Jahren. Ich hab dich nicht im Stich gelassen. Vor der Schlacht flehte ich Gedir an, den Angriff abzublasen. Doch natürlich hörte er nicht. Schließlich brachte ich ihn um. Er hatte nichts anderes verdient. Ich rannte zum Schlachtfeld und suchte dich. Aber als ich dort eintraf, warst du schon fort. Das wusste ich nicht. Aber selbst wenn, ich trauerte und zog dann weiter. Wenn du als Gefangene hierher kamst, wie wurdest du eine Tenakt? Ich wusste, es war nur eine Frage der Zeit, bis die Tenakt mich und die anderen Gefangenen umbringen. Eines Tages stand einer ihrer Soldaten vor meiner Zelle. Er fragte, wieso eine Frau für den verrückten Sonnenkönig kämpfe. Als er sprach, sah ich, dass er einst ein Kaja war. Verscharf. Ich hörte, dass er bei der Gesandtschaft fiel. Er verdiente einen besseren Tod. Die anderen Häftlinge verurteilte er zum Tod, doch er überzeugte die Tenakt, mich ums Leben kämpfen zu lassen. Ich gewann durch Blut und Klinge. Ich wurde Ritaka und blickte nie zurück. Du warst bereit, dich zu verkleiden, um in der Kaja-Armee dienen zu können. Vermisst du gar nicht, Kaja zu sein? Nein. Die roten Raubzüge haben mir gezeigt, dass die Kaja ohne Ehre kämpfen. Als meine Kameraden und ich hier eingesperrt wurden, wussten wir, dass uns niemand suchen würde. Das hätte ich, wenn ich's gewusst hätte. Es ist besser so. Ich merkte, unter meiner Kaja-Rüstung floss das Blut einer Tenakt. Na dann, komm, lass gut sein. Hm? Und wie kam es, dass du als Tenakt wieder als Gefangene hier gelandet bist? Mein Trupp hatte Befehl, die Fäulnis von Regalas Rebellen zurückzuholen. Wir scheiterten. Bei so viel Hass von Regala für die Kaja überrascht es mich, dass man dich am Leben ließ. Du hast recht. Hätten sie es gewusst, wäre ich tot. Doch nur wenige Tenakt wissen noch, wer ich einst war. Was hast du jetzt vor? Ihr habt die Fäulnis zurückerobert. Und mein Trupp sorgt dafür, dass das so bleibt. Und das war's? Nach allem, was wir durchgemacht haben? Das ist der Abschied? Es muss sein. Mein Platz wird immer hier sein. Und dein Platz ist im Osten. Tut mir leid, dass du gelitten hast. Du hast nicht verdient, was dir die letzten 5 Jahre gebracht haben.
Ich sorge dafür, dass ihr das Tiefland sicher verlassen könnt. Betrachtet das als Nessas letztes Lebwohl. Ich könnte ja eure Beziehung dazu nutzen, damit euer Kaja und die Ternakt vielleicht eine gute Beziehung haben können. Irgendwie schmerzt das mehr. Du denkst bestimmt, ich bin ein Idiot. Nein, nur dass du dir über vieles klar werden musst. Ich bring dich zurück ins Sonnenreich. Und dann... Ich weiß nicht. Talana, ich... verstehe. Tut mir leid, dass das passiert ist. Mir auch. Gib mir und Ella einen Moment. Na, gib ihm eine Chance. Besser als niemand. Alles in Ordnung? Um ehrlich zu sein? Nein. Was geschieht jetzt mit euch beiden? Keine Ahnung. Er muss sich wohl über all die Gefühle klar werden. Und ich werde niemandes zweite Wahl sein. Ich möchte dir das hier geben, weil du zu mir gestanden hast. Kein Habicht kann eine bessere Drossel haben. Oder eine bessere Freundin. Also, das war's dann wohl. Du gehst zurück nach Osten. Ich denke, ich bleibe noch etwas in Fahrlicht, bevor ich nach Meridian zurückkehre. Wenn ich deinen Weg dorthin führen sollte, besuch mich. Werde ich. Gute Reise, Talana. War das nicht die, die mit dem alten Osram-Kämpfer irgendwie umgeeiert hatte? Ich sollte sie besuchen, wenn ich das nächste Mal in Fahrlicht bin. Ich will. Sie scheint eine starke Schulter zu brauchen. Kann man machen. Ich will zwar nichts sagen, aber wir sind mit den Fähigkeiten, mit Fähigkeitspunkten werden wir jetzt ein bisschen zugebombt. Allenstellerin Kriegerin. So, machen wir mal ein bisschen Kriegerin. Was kommt in meinen Vorrat? Du hast Hekaro gerettet. Du hast uns gezeigt, dass Regalas Rebellion nicht andauern kann. So, jetzt muss ich nur gucken. Ich muss zurück. Ja. Okay. Warte mal, was haben wir denn hier? Erkunde die Ruinen. Machen wir das doch mal. Warum nicht? Wieso eigentlich nicht, wenn wir schon da sind? Wenn es zwar nicht so viel machen. Auf der anderen Seite. Eine Ruine der alten Welt. Was wohl im Inneren ist. Ja, dann gucken wir doch mal nach. Gucken wir doch mal nach, was man da so drin findet, Aloy. Ja, nicht viel, würde ich sagen, ne? So, warte. Ich kann doch hier hochklettern, oder? Nein, das geht nicht. Was ist die Ruine? Okay, verstehe. Okay. Zeit, sich umzusehen. Okay, brauchen wir eine Batterie. Oben haben wir eine. Na dann. Also ich muss ganz ehrlich sagen, so gern ich so postapokalyptische Sachen gerne habe und allem drum und dran ist zwar schön. Das Ding entlädt sich aber schnell.
Wieder aufgeladen. Das muss ein Aufzug sein. Es klappt. Raten. Warte, was? Kann ich da nicht? Ich kann doch. Eigentlich wollte ich auf die linke Seite, aber naja. So, lass mich mal überlegen. Okay. Wohin jetzt? Okay, da ist noch eine Dingsbums. Da ist noch Grünglas. Den würde ich gerne mitnehmen. Also die Dungeons in Skyrim haben mir wahrscheinlich wesentlich besser gefallen. Am Turm ist ein Relikt. Sieht wie noch ein Ornament aus. Aber wie komme ich da rein? So, wie komme ich da rein? Ja, das ist eine gute Frage. Raten muss wahrscheinlich hier irgendwie rüber. Doch, komm schon, wirklich. Hä? Von der Turmspitze hätte ich einen guten Blick auf die gesamte Ruine. Das ist zwar schön und gut, Aloy, aber das bringt mir in dem Sinne halt gar nichts. Weil ich halt nicht hochkomme. Bedeutet, ich muss hier irgendwo was finden. Oder ich muss, verstehe. Ich muss da hoch und dann versuche ich irgendwie rumzugleiten, was aber wahrscheinlich auch nicht funktioniert. So viele Steuerungselemente und ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Um das zu erreichen, was ich eigentlich will. Sag ich doch. Sage ich doch. Hm.
Natürlich. Kannst du noch nicht mal irgendwie außen rumgehen oder so? Nein. Muss ja in jeder Scheiße hängen bleiben. Manchmal sind vielleicht ein paar Details mehr. Ein paar Details weniger. Mehr. Aber das verstehen die halt nicht. Die wollen halt alle reinscheißen. Den Balkon von der Turmspitze aus erreichen. Vorsprünge an der Wand. Von hier aus kann ich sie nicht erreichen. Wofür bin ich denn hier hochgegangen? Das verstehe ich jetzt nicht. Das verstehe ich jetzt nicht. Rum. Verstehe ich nicht. Keine Ahnung. Vielleicht kann ich von der Turmspitze aus zum Balkon gleiten. Zu welchem Balkon? Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Was du genau meinst. Ich sehe jetzt hier keinen Balkon. Zu diesem Balkon? Nee. Hier kann man irgendwie rüber. Wenn es überhaupt notwendig sein sollte. Von hier komme ich nie darüber. Niemals. Eine Kiste könnte nützlich sein. Ja, die Frage ist nur, wo? Ah, okay. Das was bringt. Ich habe eine Idee. Hat was mit dem Aufzug zu tun. Kiste muss hier rein, dass wir hier reinkommen. Das Problem ist nur folgendermaßen.
Ich war da ja oben schon. Auch das in dem... Lied, das ich im Turm gesehen habe, muss oben sein. Ja, das weiß ich, Aloy. Ich weiß auch, wie wir uns den Weg einfacher machen können. Ich habe auch, glaube ich, jetzt mittlerweile eine Idee, wie... Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht, warum ich da nicht hochkommen soll. Warte. Wirklich? Ich muss nur gucken, dass ich da irgendwie anders da hochkomme. Das Ding dann da runterschmeiße, dass er hier auf den Aufzug kommt. Ja. Daher auch der Haken. Verstehe. Runter damit. So, dann muss ich doch oben in den Aufzug rein. Ja, ist okay. Also mein erster Gedanke war schon richtig, ich habe nur diese Scheißkiste gebraucht. Naja. Und der Part jetzt doch ein bisschen länger. Schön, dass du springst. Das ist gut. Geschafft. Das klettert mit den Animationen so lame. Hab das Ornament. Ich sollte das Demo geben, wenn ich ihn wieder sehe. Super. Next one. So, wenn ich hier schon in der Nähe bin, kann ich mir mal gucken, was das sein soll. Gehe ich mal außen rum? Ach, Feuerglimmer. Okay, das ist die Frage, brauche ich den oder brauche ich den eher weniger? Und komme ich da jetzt schnell ran oder nicht? Ja, okay.
Aha. Das... Quatsch. Bei aller Liebe, das verstehe ich jetzt nicht, was das jetzt gebracht hat. Vor allem, warum dauerte das so lange? Es dauerte nicht schnell genug. Ich bin ja direkt los. Was bringt das mir, wenn der hier ist? Ich komme da hoch, aber da oben war ich doch schon. Nein, komm schon. Der bringt mir gar nichts. Warum kann ich ja nicht hochklettern? Ich meine... Doch. Nee, ist mir zu blöd. Machen wir der Hauptquest weiter. Es war ein Versuch wert. Aber, naja. Mach's gut. Tschüss.